Ich begrüße Sie recht herzlich zu den Südtirol-Nachrichten am heutigen Donnerstag. Vor einem großen Problem stehen viele ehrenamtliche Vereine in Südtirol. Aufgrund einer staatlichen Reform in diesem Bereich müssen sie nun viel mehr Bürokratie stemmen. Im Landtag fand heute eine Anhörung vor dem Gesetzgebungsausschuss statt, in welcher Vertreter der Vereine das Wort ergriffen. Das Ehrenamt in Südtirol ist nicht umsonst beispielgebend für viele andere Provinzen und Länder. Rund 200.000 Freiwillige schenken der Allgemeinheit oft auch über viele Jahre hinweg einen Teil ihrer Freizeit. Eine neue staatliche Reform für den dritten Sektor bedroht viele Existenzen aber jüngst. Vor allem, dass jetzt mit der Einführung oder sobald das Dekret jetzt in Kraft treten wird, was für eine Reform des dritten Sektors ist, dass unser Landesregister nach Rom gekommen ist, zum Ministerium für Arbeit und Soziales und mir durch diese Auflagen eigentlich jetzt eine klare Betriebsstruktur auferlegt werden, die aber ein kleiner Dorfverein mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern nicht mehr so schultern und leisten kann. Vor allem für kleinere Vereine ist die neue Reform ein enormer Mehraufwand. Natürlich für unsere Musikkapellen, wo auch großteils als kleinere Vereine sein, ist natürlich auch, sind auch dunkle Wolken am Himmel. Und wir sind sehr eher besorgt für die Zukunft, weil einfach diese Auflagen, diese bürokratischen Hürden für die kleinen Vereine einfach Auflagen bieten, die nicht teilweise nicht durchführbar sind. Wir möchten einfach, dass das Kulturerbe für die kleinen Vereine, dass das bis heute sehr gut gegangen ist, auch weiterhin so gemacht wird. Also die Sache auf lokaler Ebene durchführen und dass man einfach in den Leuten wieder Mut zuspricht, dass sie wieder in ihre Tätigkeiten, das Ehrenamt weitermachen, wie bisher. Obleute, Kassiererinnen, Rechnungsprüfer. Mit dieser Reform würden sich viele Funktionäre nicht mehr zur Verfügung stellen. Gefordert wird einmal, dass das Landesregister wieder nach Südtirol zurückverlegt wird, aber auch die Formgebung. Weil so wie es Ehrenamt in Südtirol ist, ist es in Italien selber nicht. Und wir haben da ganz spezifische Eigenheiten. Und wir müssen das jetzt zurückholen, müssen die Form geben, müssen die Schwellengrenzen für die Jahresberechnungen, Jahresabschlusskontrollen ändern und auch den ganzen bürokratischen Aufwand, dass das so wie bis 2019 möglich ist, normal mit einer Jahresabschlussrechnung und einem Tätigkeitsbericht mit dem Amt für Außenbeziehungen zu regeln. Im Rahmen einer Petition und unter dem Schlagwort Ehrenamt in Not haben die Vereine insgesamt 5.300 Unterschriften gesammelt, die dem Landeshauptmann am Dienstag übergeben wurden. Ich glaube, dass erstens mal die Überzeugungsarbeit in Rom selber bei den zuständigen Stellen, bei den zuständigen Ministerien einfach nur zu machen ist, also sehr große, weil die meisten die Kenntnis halt haben über unser Territorium und über unsere Verhältnisse. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch der Meinung, dass es sehr wohl einen Südtiroler Weg geben kann. Natürlich immer mit der Einschränkung, dass wir in gewissen Bereichen ja keine Befugnisse erhoben, keine gesetzgeberische Befugnisse erhoben, aber trotzdem glaube ich, dass der Staat ihn auch zulassen würde, ein Landesgesetz, das vor allen Dingen die Kleinvereine die Arbeit ermöglicht. Was für das Vereinswesen in Südtirol gilt, kann nicht mit jenem von Italien verglichen werden. Daher muss diese Reform nach den zahlreichen Vertretern auf Südtirol zugeschnitten werden. Wir brauchen jetzt durch die Politik, was in unseren Namen handelt und vor allem auch für sich selber. Weil was wird passieren, wenn es nicht der Fall ist? Da werden in August sehr viele Vereine den offiziellen Ehrenamt den Rücken kehren. Aber dann hat auch die öffentliche Hand ein riesengroßes Problem. Denn wir hängen ja alle in einer Kette und mittlerweile tut ja das Ehrenamt Aufgaben übernehmen für die öffentliche Verwaltung. Und das wird noch bis zum Letzten die Allgemeinheit, also die Bürgerinnen und die Bürger zu spüren kriegen. Die Feuerwehren, das Weiße Kreuz, die Musikkapellen, die Schützen, der Alpenverein, die Chöre, der Theaterverband und viele, viele mehr. Sie verlangen nun ein sichtbares Zeichen und volle Unterstützung von Seiten der Politik.